Ja, sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer hier auf den Tribünen und im Livestream selbstverständlich. Beim hier diskutierten Anerkennungsgesetz für Nordrhein-Westfalen steht für uns als Piratenfraktion die angestrebte Willkommenskultur natürlich an erster Stelle. Das vorliegende Gesetz ist auch ein Schritt in die richtige Richtung. Das kann man meines Erachtens daran festmachen, dass die Regelungen für hier lebende Menschen ausländischer Herkunft, speziell diejenigen, die schon etliche Jahre bei uns sind, zwar noch ausbaufähig, aber letztendlich schon sehr gut sind. Für die, die sich noch auf dem Weg zu uns befinden, wäre eine Vereinfachung allerdings sinnvoll. Beispielsweise hätte man einen rechtlichen Anspruch auf Ansprechpartner in Ausländerbehörden gesetzlich verankern können. Das wäre zukunftsweisend gewesen. So aber bleiben wir bei diesem Personenkreis auf halber Strecke stehen. Ein weiterer Punkt, der auch in der Anhörung deutlich herausgearbeitet werden konnte, ist, dass wohl nicht mit Hunderttausenden von Menschen zu rechnen ist, die in naher Zukunft nach Deutschland kommen werden, um ihre Bildungsabschlüsse anerkennen zu lassen. Eine Panikmache ist hier, Achtung, Herr Minister Jäger wird das wahrscheinlich im Stream schauen, wie auch an anderer Stelle ausdrücklich nicht angebracht. Dementsprechend kann hier keine Fachkräftesicherung auf breiter Basis stattfinden. Auf Nachfrage teilte uns beispielsweise die Ausgliederung der IHK Nürnberg, die für ganz Deutschland das Anerkennungsverfahren in dem Sinne einer Gleichwertigkeit für die IHK zuständig ist, mit, dass es seit Einführung des BKFG vor einem Jahr nur 23 Anträge gab. 23. Ich glaube, solche Zahlen sprechen für sich. Des Weiteren müssen wir auch sehen, dass noch entsprechende Fachgesetze zu ergänzen sind. Dies ist notwendig, damit wir unser derzeitiges hohes Fachniveau halten können. Auch wenn dem Ingenieur nicht zu schwer ist, darf der entsprechende Titel nicht in Mitleidenschaft gezogen werden, sodass es zu einer Entwertung kommen würde. Gerade in diesem Bereich der hohen Qualifikation ist Deutschland weltweit mitführend, weshalb ein Festhalten an diesem Niveau extrem wichtig ist. Auch um unsere Glaubwürdigkeit in diesem für die deutsche Wirtschaft notwendigen Bereich nachhaltig zu sichern. Insofern ist deshalb in allen Bereichen eine Regelung vorzusehen, mit der die Vergleichbarkeit von Bildungsmaßstäben festgestellt werden kann. Es geht insbesondere um eine Gleichwertigkeit von Ausbildung und Abschlüssen, die gegeben sein muss. Wie die Anhörung gezeigt hat, gibt es Bereiche, in denen die Sicherung der Gleichwertigkeit lebenswichtig sein kann. Als Beispiel ist hier die Baustatik genannt. Die betreffende Kammer wäre wohl für die entsprechende qualitätssichernde Verordnung sehr dankbar. Denn laut Ingenieurkammer Bau NRW sind diese froh über jeden, den sie anerkennen können. Nur eine Gleichwertigkeit sollte schon im Sinne der Sicherheit für die Allgemeinheit gegeben sein. Insofern würde ich gerne das Ingenieurgesetz Nordrhein-Westfalen für die Ingenieure als Maßstab setzen. Aber gerade in diesem Bereich gibt es noch keine bundeseinheitliche Regelung, die dann auch eine Gleichwertigkeit der Abschlüsse aus Drittstaaten garantieren würde. Insgesamt ist somit festzuhalten, dass es einer bundesweiten Abstimmung bedarf, wie wir sie auch bei den Ärzten brauchen. Insbesondere bezüglich der fachärztlichen Ausbildung erscheint es uns sinnvoll, eine Ausbeziehung aus dem Anerkennungsgesetz vorzunehmen. Deshalb haben wir, alle Oppositionsparteien, gemeinsam einen Antrag in den Ausschuss gebracht, der leider abgelehnt worden ist. Einen solchen Ausbezug haben übrigens mittlerweile viele der übrigen Bundesländer vorgenommen bzw. nehmen ihn in Zukunft in ihren Gesetzgebungsverfahren vor. Insbesondere möchte ich in diesem Zusammenhang das aus Sicht der Piratenfraktion bisher gelungenste Anerkennungsgesetz des Landes Hamburg verweisen. Wenn man schon nicht einem inhaltlichen Argument Glauben schenken mag, kann man vielleicht ein formelles nehmen, um zum richtigen Ergebnis zu kommen. Leider sind die Fraktionen in diesem Punkt nicht übereingekommen. Im Hinblick auf eine gelungene Willkommenskultur ist in der Diskussion um die Beratung und die Finanzierung von Nachqualifizierungsmaßnahmen dank des Entschließungsantrags oder inzwischen zwei Entschließungsanträge sowie des Änderungsantrags Besserung in Sicht. Genaueres wird Ihnen allerdings noch meine Kollegin Simone Brandt gleich dazu erläutern. Und ich möchte Frau Felte recht geben, dieses Thema ist kein Thema für Wahlkampf oder parteipolitisches Gezänk. Das Thema geht uns alle an und wir müssen es gemeinsam lösen. Deshalb werden auch wir diesem Gesetz zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Landesregierung hat Herr Minister Schneider das Wort.